Wenn du auch in deiner Freizeit oft da bist, wenn du nicht arbeitest. Das ist Hobbydaten. Entschuldigung, das ist Hobbydaten. Hobbydaten? Das ist Hobbydaten. Sorry, ja, gespritzt. Beim Super-10-Kampf sind so viele Promis dabei, dass der Zuschauer schon mal die Übersicht verlieren kann. Italien ist eine schöne Sprache, Italienisch. Amore. Willst du noch hier spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen? Ein Goodbye war mir eine Freude. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Zur rampenlichtgeilen Z-Prominenz gehört auch sie hier. Wir bringen etwas, nur nicht Glamour, aber etwas, das es stimmt in Reality für Kinder in Not. Der Normalsterbliche kann das nicht begreifen. Schwer zu begreifen ist auch der Pipi-Kaka-Prozess beim Gleitschirmfliegen. Warum müsst ihr ein Kondom mitnehmen, wenn ihr Gleitschirm fliegen? Ich glaube, das ist die Frage, die den meisten Leute interessiert. Halt, wie, wenn man, kann man 12 Stunden am Stück fliegen, ohne zu bisseln? Da geht es zum Glück vom Spital Urinalkondom, wo man nachher das geschäften kann. Bleibt zu hoffen, dass er danach nicht das Gleiche macht wie dieser sympathische Heißluftballonflieger. Da ist immer die Frage, die viele fragen, wie geht denn das? Da ist ganz einfach, man hockt auf den Kübel drauf mit einem verrottbaren Sack da drin. Und nachher schlussendlich, wenn wir irgendwo im Wald sind oder so, rühren wir das Ganze dann oben runter als Ballast. Auch wieder ein Gewicht, das wir loswerden, um noch etwas länger in der Luft bleiben. Igitigit. Eigentlich heisst es ja bekanntlich, und täglich grüßt das Murmeltier. Doch im Aargau dürfte man das Sprichwort langsam umformulieren. Schon wieder ist ein Känguru ab. Das mal zu Wettigen. Vor einem Monat ist schon zu Uecken ein Känguru auf und davon. Dort hat die Polizei zusammen mit einem Wildhüter das Wallaby in einem Waldstück zu Gipf Oberfrick wieder einfangen können. Zeppin erinnert sich gerne an diese Jagdszenen. Nein! Verdammt nochmal! Das darf nicht wahr sein! Nein! Verdammt nochmal! Das darf nicht wahr sein! Für mich ist es ein bisschen nicht so angenehm. Und zum Schluss noch ein kleiner, schmutziger Versprecher. Ich bin der Meinung, wenn man das richtig macht, dann gibt es keine Nachteile. Und es fehlt auch Nachteile. Nachteile. Ja, ein bisschen fies, gebe ich zu.